Hallo, lieber Skorpion. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist und habe jetzt die Legung für dich für den September 2024 oder wann immer du diese Legung findest. Schau rein, kann was dabei sein. Wir schauen uns jetzt gemeinsam das große Lennon-Morgan-Bild an. Ich versuche dir so viel als möglich rauszudeuten. Und wenn ich damit fertig bin, wird es eine Erweiterung geben. Diese findest du per Link unter diesem Video oder auf meiner Homepage, je nachdem, was dir lieber ist. Und in dieser Erweiterung werde ich mir dieses Gegenüber mal genauer anschauen. Das heißt, ich werde Sternzeichenkarten benutzen. Denn in der Regel kennen wir ja per Sternzeichen die Menschen, mit denen wir viel zu tun haben, weil wir ja oft den Geburtstag kennen, ja. Und dann werden wir noch Partnerkarten verwenden, dass wir die Kommunikation auf Gedankenebene sozusagen abbilden. Was denkt und fühlt er denn in Bezug auf dich? Und natürlich das Ganze auch umgekehrt, damit man so ein bisschen ein Gefühl dafür kriegt. Wie tickt denn der Gegenüber und was ist denn da wirklich gerade das Thema? Dann werden wir uns mit dem Tarot in der Mitte anschauen, was die Themen aus der Vergangenheit zwischen euch beiden sind, jetzt im aktuellen Zustand und wie es in der Zukunft weitergeht. Ich würde mich freuen, wenn du mir dahin folgst. Ansonsten freue ich mich natürlich auch, dass du hier bist. Und wie gesagt, wir schauen uns jetzt ganz einfach mal die Karten an, ja? Wir gucken die Energie hier unten drunter an, das ist das Haus. Okay, das ist die zugrunde liegende Energie und das sage ich ja immer, etwas, was so ein bisschen im Verborgenen liegt, was nicht ganz offensichtlich ist. Das Haus hat das Thema der Stabilität und Sicherheit. Da geht es um die Familie und natürlich um dein privates Umfeld. Haus, Wohnung, alles, was damit zu tun hat. Und es steht natürlich auch für ein Haus. Also Hauskauf, Hausverkauf, all diese Dinge. Alles, was mit einem Haus eben zu tun hat oder mit der Familie. So, mein lieber Skorpion, jetzt lass uns das Ganze mal betrachten. Ganz interessant, dass ihr hier beide zusammen liegt. Also das bist du, unabhängig vom Geschlecht und das ist dein Gegenüber, auch unabhängig vom Geschlecht. Und es kann durchaus sein, dass es auch mehr Personen sind. Das sage ich auch immer wieder gerne mit dazu. Das zeigt sich mir nämlich in den Partnerlegungen tatsächlich auch. Das heißt, es muss keine Liebespartnerschaft sein, sondern es kann durchaus sein, dass das auch eine berufliche Thematik ist. Und wir schauen uns jetzt mal an. Du liegst hier im Hause der Nachrichten. Also entweder bekommst du viele Nachrichten oder du gibst viele Informationen nach außen im September. Diese Informationen hier, haben auf jeden Fall auch etwas mit klugen Ideen zu tun. Und ich habe den Eindruck, da kann auch etwas ganz plötzlich sein, dass ganz plötzlich viele Möglichkeiten da sind, die jetzt eben eine klare Kommunikation nötig machen und auch kluge Ideen brauchen. Ja, ich habe hier den Berg auf dem Schicksalskreuz. Das ist immer so eine schicksalshafte Herausforderung im Leben. Und ich glaube, dass du dabei bist. Du bist jetzt kurz davor, die zu meistern. Das finde ich richtig toll. Also die Konstellation ist eigentlich keine schöne Konstellation, weil das eine Hürde ist. Ja, der Berg ist immer eine Hürde. Den muss man ja entweder umlaufen oder übersteigen. Beides ist mit Anstrengung verbunden.
Und was aber schön ist, ist, dass hier die Sense noch da ist und die kickt das jetzt weg. Also da kommen gute Einfälle oder waren vielleicht in der Vergangenheit schon da. Und ich habe fast den Eindruck, da macht sich jetzt etwas bezahlt. Irgendetwas, was lange gebraucht hat, macht sich jetzt bezahlt. Ja? Denn wenn ich hier die Engelsflügel im Haus des Hauses habe, dann geht es um eine doppelte Stabilität. Und es geht hier auch um zwei Themen. Das sagen auch die Engelsflügel. Das kann tatsächlich um das Thema finanzielle Stabilität gehen bei dir, dass da irgendeine Erkenntnis kommt. Und diese Erkenntnis bringt dich einen Riesenschritt weiter. Ja, du hast hier auch ein Gegenüber, also irgendeine Person in den Gedanken, die dir vielleicht dabei helfen kann oder geholfen hat. Ja, die Person hat, wenn ich weiter nach oben schaue, so ein bisschen das Thema der, wie soll ich es sagen? Moment, warte mal. Die Person ist ein bisschen sehr gedämpft. Die ist so Lebensfreude technisch schwierig. Ja. Eventuell ist es hier auch, dass man auf eine Einladung von dieser Person wartet, aber die kommt nicht. Also hier ist keine Einladung, weil die Person vielleicht überhaupt nicht auf den Gedanken kommt, eine Einladung auszusprechen. Ja, der schaut auch hier in die Mäuse rein. Die Mäuse sind immer ein Thema von Verlust, Ängsten, Sorgen. Grandios, mein lieber Skorpion, möchte ich gleich positiv dazufügen, ist, dass die Mäuse nehmen bei mir alles weg. Ja, ich mache da keinen Unterschied, wo die liegen, sondern bei mir knabbern die alles weg. Und ich muss ganz ehrlich sagen, von daher liegen die sehr, sehr gut. Die liegen zwar im Haus der Störche, also eine Veränderung braucht noch ein bisschen Zeit, verzögert sich noch ein bisschen. Aber die nehmen hier auch die klugen Entscheidungen, brauchen noch ein bisschen Zeit, ja. Und an etwas zu arbeiten im Leben, das braucht auch noch etwas Zeit. Aber es nimmt dieses Negative, den Sarg weg, es nimmt diese, die Sense ist meistens eine plötzliche Erfahrung, die Sense ist aber in ihrer anderen Deutungsvariante und das ist halt nun mal so, auch immer ein Gerät, was eine gewisse Schärfe anzeigt. Ja, die steht für Aggression, wenn sie direkt an einer Person liegt. Tut sie Gott sei Dank nicht. Die steht aber auch immer so ein bisschen Achtung, Vorsicht, ne? Wo die Sense ist, muss man immer genau hinschauen. Und deswegen finde ich das ganz toll, dass da auch die Mäuse dran knabbern. Also hier. Und die Konstellation zum Beispiel, ne, also den Fuchs denkt ihr euch jetzt mal weg, die mag ich zum Beispiel auch sehr gern, weil dann kommt keine Gefahr auf, etwas Negatives wird auf jeden Fall nicht Thema. Die Konstellation mag ich sehr und in der Variante ist es ähnlich, nur ein bisschen verzögert, okay? Nur ein bisschen verzögert, weil das Gegenüber hier so sehr in Sorge ist. Und deswegen verzögern sich. Ich habe fast den Eindruck, dass es hier wieder um Kommunikation geht, mein lieber Skorpion. Die eigentlich mehr vonstatten gehen müsste. Also viel, viel mehr Kommunikation habe ich. Den Impuls ist hier Thema. Die Thematik hier, also es kann das nächste Thema sein, dass ein Auto kaputt geht, dass irgendwas mit einem Auto gerade krankt. Vielleicht muss das Auto in die Werkstatt oder du bist am Überlegen, dir vielleicht ein ganz und gar neues Auto anzuschaffen. Das kann natürlich auch sein.
Und also von einer harmlosen Sache bis zu einem etwas schwierigeren Thema könnte hier der Fall sein. Allerdings, ich muss mal genau gucken, die ich habe den Eindruck, dass es irgendwie auch mit einer Bewegung zu tun hat. Eine Bewegungseinschränkung, die hier Kummer macht und Sorgen. Jetzt kann das natürlich das Thema sein, zum Beispiel, dass du Sport machst und kannst da nicht mehr so mithalten, wie du gerne möchtest. Das wäre eine Möglichkeit. Oder eine Sportveranstaltung, zu der du regelmäßig gehst, die wird plötzlich abgesagt. Oder eine Sportveranstaltung, also irgendeine sportliche Tätigkeit, die macht dir Kummer, tut dir allerdings sehr, sehr gut, ja. Und du bist da immer so am Überlegen, ob du da hingehst, ob du das weitermachst oder ob du das aufhörst. Auch dein Gegenüber, im Übrigen, dein Gegenüber hat fast noch mehr diese Gedanken, ja. Was hier auch liegt, und da sehe ich auch wieder eher dein Gegenüber, so diese Sorgen und Kümmernisse über Unklarheiten, über ein paar Schwierigkeiten mit einer Firma und einer Behörde, einem Finanzamt, irgendwas mit einem Finanzamt liegt hier ganz prägnant drinnen sogar. Einmal läuft mir hier der Fuchs raus aus dem Bild. Das ist schon mal gut. Das heißt, ein Thema. Also, mein lieber Skorpion, ich habe den Eindruck, bei allem, was ich erzähle, du hast immer zwei Varianten davon. Zwei Varianten. Das finde ich ganz interessant, denn auch jetzt wieder bei diesem Thema mit der Firma, das ist eindeutig ein Finanzamt, ja. Das sind Themen, das sind wieder zwei Füchse. Also ein Thema dürfte relativ einfach zu lösen sein. Ein anderes Thema, also verzögert sich ein kleines bisschen, ja. Und also das sind immer das Thema mit zwei Sachen, die bei dir vonstatten gehen. Also irgendwie ist es nie nur eines, sondern es sind immer zwei verschiedene Dinge. Das kann hier auch einen Fahrdienst betreffen, kommt mir gerade rein. Ein Fahrdienst, der beendet wird. Ein Chauffeur oder ein Taxiunternehmen, was du immer gebucht hast oder keine Ahnung, irgend sowas könnte zum Beispiel auch das Thema sein, dass du ganz lange hier Kunde warst und jetzt einfach oder das Autohaus wechselst, sowas zum Beispiel. Und da am Überlegen bist und am Suchen bist. Und einige Geheimnisse, einiges an Wissen kommt dann plötzlich rein. Also vielleicht tatsächlich auch total überraschend, dass du hier so in diesem Gewurschtel bist, ne? Oh Gott, ich habe keine Idee und wo soll ich denn hin und was mache ich denn nur? Und während du dann so am Suchen bist, am Gucken, ne? Da, die Wegekarte, das Labyrinth sagt es ja, tun sich plötzlich vollkommen neue Wege auf für dich. Denn wie gesagt, ne? Das verschwindet ja und genauso hier die ganzen komischen Dinge. Na, damit bist du. Das Thema Loslassen, die Hand finde ich auch immer sehr interessant. Das ist auch interessant. Guck mal, die Hand ist ja sowieso eine Karte, die immer von drei bis fünf Dingen spricht.
Und auch hier habe ich die Vervielfältigung dran. Also es sind mehrere verschiedene Themen, es sind mehrere Ängste, mehrere Sorgen, mehrere Dinge, die es, die es mit sich bringen, sage ich, dass du einen Wandel ein bisschen verzögerst, vielleicht nicht ganz so flexibel bist, wie es gut wäre für dich. Das sehe ich hier auch, mein lieber Skorpion. Und ja, das Ganze knabbert so ein bisschen auch am Herzen. Also irgendwie ist da auch so ein bisschen Liebeskummer. Liebeskummer. Du hast hier das Herz auf deinem Haus. Also du bist jemand, der sehr herzlich ist, der aber auch da ist ein Konflikt angezeigt. Okay. Und das können, wie gesagt, auch wieder zwei sein, ja? Und mit der Karte hier sowieso. Also es können tatsächlich mehrere Herzenskonflikte sein. Irgendein Herzensprojekt kann das auch sein, wenn es bei dir keine Person ist. Weil du Single bist, dann kann das auch ein Herzensprojekt sein. Oder aber, das können auch Themen sein aus der Vergangenheit, ne? Die sich jetzt hier bereinigen dürfen. Wir haben Gespräche mit einer Frau hier liegen, zwei Gespräche, zwei Komplikationen durch einen Stillstand. Und mein lieber Skorpion, da darfst du mal hinschauen, was denn das ist. Also der Stillstand ist schon eine Weile in deinem Leben, das kann ich dir schon verraten. Der war auch, wie sagt man so schön, schicksalshaft, ne? Also vielleicht war der auch gewollt. Ja, dass du dich irgendwie zurückgezogen hast in die Einöde, in die Einsamkeit oder von vielen Menschen zurückgezogen hast, weil sie dir vielleicht zu oberflächlich oder zu negativ waren. Kann beides sein, ja. Einfach nicht mehr mit dir auf einer Augenhöhe, auf einer energetischen Augenhöhe, sage ich mal. Aber hier ist ein Plan für einen Neuanfang. Und es sind zwei Pläne. So hast es dir wahrscheinlich gedacht, ne? Es sind zwei Pläne hier mit einem schicksalshaften Neuanfang. Oh, damit etwas Falsches hier auch beendet wird. Und die zwei Pläne, mein lieber Skorpion, die sind durchaus ja, ich würde mal sagen, es wert weiter beleuchtet zu werden. Beleuchtet zu werden heißt, dass man manchmal die Dinge einfach so nach und nach, du kannst, also in der Regel treffen wir sehr selten wichtige Entscheidungen ad hoc und es ändert sich dann auch ad hoc. Das passiert ja selten. Es sind ja immer so kleine Schritte, die dazwischen sind. Und ich denke, dass du diesen Weg, diese Möglichkeiten aussondierst und beim Laufen findest du den ein oder anderen Faktor, der dir dann nicht gefällt und entweder änderst du dann komplett die Route oder du hast hier eine gute Idee, die das Ganze doch noch möglich macht, vielleicht mit einer kleinen Umjustierung, ja? Also es geht definitiv um Pläne für den Neuanfang, irgendwas auf die Welt bringen. Das kann
auch ein Projekt beinhalten, ja? Dass du irgendwas Neues planst in deinem Leben. Also ich nehme durchaus hier auch so eine gewisse Unzufriedenheit wahr. Und das kann durchaus daher rühren, dass du hier dich nicht mehr so bewegen kannst, wie du willst. Warum auch immer, ob das körperliche Bewegungseinschränkungen sind oder tatsächlich etwas mit einem Auto zu tun hat, mit einem Gefährt, sage ich mal. Also es kann auch im Prinzip ein Boot sein, ja. Da ist irgendwie etwas gerade im Stillstand und das stresst dich, ja. Das macht dich unzufrieden. Das macht dich vielleicht streckenweise auch so ein bisschen verzweifelt, weil hier nichts vorangeht. Das kann im Übrigen auch ein Herzensprojekt betreffen, ja, dass du hier irgendwas angeleiert hast in deinem Leben, in deinem privaten Umfeld, vielleicht etwas mit einem Haus, vielleicht möchtest du ein Haus kaufen, umziehen, eine neue Wohnung haben, einen neuen Wirkraum haben. Und wie ich ja schon gesagt habe, hier ist die komplette Stagnation drinnen. Und die Karten sagen, du sollst den Blickwinkel ändern, lieber Skorpion. Du sollst hier eine Veränderung deines Blickwinkels einnehmen, was zugegebenermaßen auch eine Herausforderung ist, ich weiß. Allerdings bringt dich das tatsächlich weiter, diese Veränderung vom Blickwinkel. Also 3 bis 5 Entscheidungen darfst du auch noch mal. Erstens mal wirst du dir die anschauen dürfen. 3 bis 5 Lösungen, Alternativen wirst du dir anschauen dürfen. Also allein das sagt schon, dass es Zeit braucht, ja. Und du wirst das Ganze besprechen, du wirst das Ganze diskutieren sogar, du wirst es auf Herz und Nieren prüfen, was die Zukunft angeht, ob die Tauglichkeit, wie sage ich denn, die Thematik in der Zukunft dem Ganzen besteht, also das, was vielleicht mit den zukünftigen Veränderungen zu tun hat. Also du prüfst hier schon was auf Herz und Nieren, ja? Und das ist auch gut so, das ist auch absolut in Ordnung. Und dann kannst du eine Herzensentscheidung treffen. Und die Entscheidung, die du dann aus dem Herzen heraus triffst, einfach weil du all die Dinge abgecheckt hast, die Eventualitäten, was dazwischen kommen könnte. Und ne, damit du dir ganz sicher bist, ob du das auch willst, ob das auch in Ordnung ist für dich, genau das tust du gerade. Beziehungsweise ihr seid so nah beieinander. Dennoch habe ich den Eindruck, dass es um viel mehr Kommunikation geht, mein lieber Skorpion. Also die Skorpione, die ich kenne, ich habe einen nicht weit weg von mir. Die sind jetzt nicht unbedingt sehr gesprächig. Deswegen wundert es mich gerade nicht so wirklich. Ich habe hier wirklich auch Themen mit der Kommunikation. Du kommunizierst, aber vielleicht kommt es beim Gegenüber auch nicht an. Nee, die Kommunikation ist echt das Thema, ne? Also mehr Kommunikation wäre angebracht, mein lieber Skorpion. Und eine liebevolle Kommunikation natürlich, ja, nicht vergessen. Oder eine gewaltfreie Kommunikation, wer den Begriff schon mal gehört hat.
Das wäre hier sehr, sehr gut. Natürlich auch für dich, ja. Also alles, was wir sprechen, ist ja auch, hat ja eine gewisse Macht, ne? Und eine gewisse Kraft. So, ihr lieben Skorpione, ich schaue mir jetzt mal eure Beziehung ganz genau an. Ja, da bin ich echt gespannt, weil hier dieses Thema mit den Mäusen möchte ich mir jetzt mal ganz genau anschauen. Und dazu freue ich mich, wenn du mir in die Erweiterung folgst. Du musst es nicht, selbstverständlich. Ansonsten freue ich mich, wenn du bei der nächsten Monatslegung für Skorpion wieder dabei bist. Wenn du damit in Resonanz gehst, wenn nicht, schau dir gerne ein anderes Zeichen aus deinem Chart an. Und ich wünsche dir alles, alles Liebe. Bis bald. Tschüss.